So, kommen wir jetzt zu 4. Hier. Hier befindet sich die 4 in unserem Lebensbaum. Die Liebe. Und dann fangen wir mal an. Also die 4 ist optisch dem Quadrat zugeordnet, ja? Hier bei den Stäben, Element Feuer, sieht man, es läuft rund. Vollendung, Inspiration. Bei der 4 wächst es auch, gedeiht, wird größer. Hier bei den Kelchen, Element Wasser, sehen wir schon eine gewisse Struktur, eine Ordnung, was die 4 anzeigt und eine gewisse Gemütlichkeit. Bei den Schwertern, Element Luft, sieht man, es ist Waffenstillstand. Ja, da kann man auch sagen, man kann zur Ruhe kommen, eben Waffenstillstand. Es ist auch schön von den Farben her gestaltet. Die 4 ist eher mehr so ein Ausgleich zu 2, würde ich sagen. Ja, eben halt zur Ruhe kommen, wie hier dargestellt. Dann hier sieht man eben nochmal, dass die 4 dem Quadrat zugeordnet ist. Hier sind auch sehr positive Farben drauf. Es ist auch eine gewisse Festigkeit und etwas eindimensional. Was man vielleicht jetzt nicht so ganz sieht, hier sind die 4 Elemente mit den Symbolen dargestellt. Also die 4 Elemente, die sich vereinigen. Es gibt Macht. Und so. Also die Symbole sehen wie folgt aus. Das hier ist Wasser, Feuer, Luft, Erde. Und die Elemente zusammen ergeben folglich dann das Pentagramm mit der Spitze oben für den Geist oder Äther genannt. Ja, das war jetzt kurz zu 4. Inspiration, Vollendung, Waffenstillstand, zur Ruhe kommen, Festigkeit. Also es ist eine positive Zahl.